Hallo Knossi, ich bin ein Zuschauer von dir und mein Papa schaut dich fast jeden Tag. Okay, tschüss. So, Party People, herzlich willkommen vom Hero Fest in Bern. Wir sind extra in die Schweiz gefahren. Hier ist ein wunderturbulenter Mix. Cosplay, Gaming, sowohl offline als auch online. Sehr viele coole Leute, die die ganze Entertainment-Branche bereichern, sind hier zu finden. Wir schauen uns hier einmal um. Kann man reden mit dir? Ja, kann man. Ist es sogar mit Lautsprecher wieder so eingebaut? Nein. Das nicht. Okay, man hört dich so natürlich sozusagen. Ja, also Tore sind einfach gerade so drunter. Ah, okay, geil. Wie warm ist es da drunter? Recht warm unter dem Helm, ja. Sauna-Style schon? Noch nicht so schlimm. Nein, Jet, das war nicht das Preisschild, was da dran hängt. Er hat einfach meine Kindheit auf dem Rücken. Hallo? Ach so, werden hier gerade Fotos gemacht? Nee, ne? Wie cool ist das denn? Ja, das ist einfach so ein animiertes Video, oder? Oder kann man sogar spielen? Ja, ja, das kann man mit dem Handy, oder? Ja. Kann man dort eingeben. Ach, wie groß ist denn das GIF? Das geht ja die ganze Zeit. Ein paar Megabyte kommen da zusammen, oder? Ja. Was war der letzte Preis dafür? Wie viel hat das gekostet? Ja, also ich habe es selber gemacht, aber der Display kostet so 40 €. So. Oh, Diablo. Oh, Free Hugs. Hey, hey. Wer bist du? Yamato aus One Piece. Ist das ein Anime? Ja, One Piece ist ein Anime. Sollte ich das wissen, weil das ein großes Anime ist? Ja, es ist ein großer Anime. Wenn du irgendwann mal das Kostüm wechselst, hast du da nicht Bock, mit dem Teil irgendjemanden freundschaftlich voll eine überzubraten? Nein. Ja? Nein, mach ich schon nicht. Es tut noch nicht mal so weh. Ach krass, guck mal, das ist eine Reparaturwerkstatt. Hallo? Also wenn ich mir irgendwann mal ein schönes Cosplay hole und etwas kaputt geht, dann seid ihr eine Reparaturwerkstatt dafür hier? Genau. Aber wie cool ist das denn? Wir machen nicht nur Props flicken, sondern auch Perücken, Make-up, egal was passiert, wir flicken es. You are selling the pictures, right? Yeah, only the picture, yeah. Are you a celebrity in Thailand? Not only celebrity, but I'm mainly model, yeah. Yeah. This is self-made? Yeah, it's self-made. Like, I can also... Oh, that's nice. Yeah. Powered by battery? Yeah, battery. Yeah, you have to have like strong arms and shoulder. This is already heavy to have a costume itself. It's a little bit uncomfortable, like every cosplay, but this one is extreme, like another level. Yeah. Alles Cosplay aus der Ukraine. Yeah, all of this is cosplayers from Ukraine. Yeah. My nickname is Ricardi. Yeah. Ah, oh, there's a 16+ area. Okay, ja, das dürfen wir nicht zeigen natürlich, aber ich guck mal selbst. Oh, okay. Yeah, you can donate and take a print, yeah. Oh, holy. Nice pictures. Oh, hello. Oh, das dürfen wir echt nicht zeigen. Yeah, I'm gonna buy her. I mean, the picture. Kann ich ja dann verlosen, wer da ein bisschen Spaß hat. Man sieht auch an dem Seil, dass die Spaß haben. Das ist doch cool. Fast schon 16+ für meinen Geschmack. Und dann würde ich die Kollegin hier nehmen. Ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Foto. Ja, auf jeden Fall. Danke vielmals. Na klar, gerne. Ihr müsst in der Schule aber Hochdeutsch manchmal reden, oder? Ja, eigentlich fast immer so in Deutsch, Mathe, alles Hochdeutsch, aber so die chilligen Fächer wie Musik, Sport nicht. Aber in Mathe, welchen Sinn macht das, wenn man in Mathe Hochdeutsch redet? Hochdeutsch lernen. Und wenn ihr mir Bits schickt, dann eben dadurch, dass ich das Ganze hier finanzieren kann? Was zum Henker ist da gerade passiert? Weißt du das? Du warst das doch, oder? Ich spreche kein Deutsch. Ach so, was sprichst du? Französisch. Französisch, ach so. Er war das, ne? Giveaway. Voraussetzung, du brauchst Instagram. Wie nehme ich teil? Schreib deinen Instagram-Namen und deinen Vornamen auf einen Zettel und leg ihn ins Glas. Hier kann ich gewinnen. Eine von mir bestellte Überraschung. Ach so. Ah, sehr gute Idee. Nimm die anderen Zettel raus und nimm nur deinen rein. Das ist vielleicht nicht so fair. Oh, wie viele das schon mitgemacht haben. Hi, na? How are you doing? I'm fine, yeah. You're standing a little bit. Oh. Ich habe einen schönen Tag. Dankeschön, Levi. Vielen Dank. Wie bitte? Das wollte ich dir eigentlich auch gerade wünschen. Einen schönen Tag in der Schweiz. Ah, oh. Weißt du, das haben doch gerade deine Boxen zu dir gesagt, ne? Die Boxer hat gesagt, ich habe 5 € bekommen. Gute Boxen? Eine sehr gute Boxen. Gehört zum Verkauf. Wieso? Ja, Herzensangelegenheit. Hi. Selber gemacht, Brother. Du hast sehr schöne Kontaktlinsen. Danke. Magst du die in die Kamera zeigen? Die sehen geil aus. Es tut so weh, Alter. Wirklich? Es geht. Das ist ja krass. Was war der letzte Preis für die Dinger? Kein Preis. Ah, 20 Franken. Brennt wie Sau. Ich träne. Bist du sonst Kontaktlinsenträger? Nein. Ah, nein, okay. Scheiße. Dann... Ich habe heute etwas Wunderschönes gefunden, wo man meine linke Linse rein hat. Und gerade vorher habe ich einen anderen Bruder gefunden, wo man meine rechte Linse rein hat. Ich habe es nicht selber gemacht. Sehr gut. Aber easy cool, ja? Ja, sieht cool aus. Es ist wie so ein Instagram-Filter. Stimmt, ja, genau. Wie viele Stunden braucht das, bis es fertig ist? 2,5 Stunden. 1,5? Oh, das geht ja noch. Was druckt ihr? Was ist das für eine Figur? Das ist Evoli von Pokémon. Ach, das ist der Evoli? Ja, genau, das wird das Fertige. Also schon fast fertig eigentlich, genau. Ist das zum Chillen hier? Kann man sich einfach hinsetzen? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich, ne? Okay, cool. Aber warum sitzt hier keiner? Hallo? Warst du nicht bei der Comic-Con? Wir haben uns mal gesehen dort, ne? Ja, ich erinnere mich. Ah, du warst ja bei der Comic-Con. Ah, stimmt. Du warst der Kollege, der in Freiburg warst du. Ja. Du warst dabei, genau. Und wo wird das jetzt veröffentlicht? Ich bin wieder auf Twitch, genau wie damals. Ich bin wieder auf Twitch online. Twitch. Ja, genau. Ah, okay. Ich nehme hier wieder ein bisschen die Leute mit. Und habe ich dich schon in Facebook geaddet? Ja, das ich meine, in Instagram meine ich. Kann sein. Müsstest du sonst mal nachschauen. SkylineTV_live heißt es. Okay, SkylineTV live, genau. Wie auf dem Mikrobi hier. Einfach nur mit dem Unterstrich. Chat sagt Mauspad, Mauspad. Ich höre Mauspad, Mauspad, Mauspad. Ich höre Mauspad, Pad für die Maus, Mauspad. Okay. Handtuch sagt noch einer. Handtuch? Ja, aber, also ja, mal lieber, wenn du dir damit jetzt abtrocknen willst, dann musst du aber auch nicht dich wundern, wenn du nach Gummi stinkst, ne? Streit der Bestien. 48 Enhanced Reality-Karten. Den kennen wir. Chat, den kennt ihr. Die PlayStation-Tasse mit ein paar Socken. Hat es sich gelohnt? So für mich, ja, eigentlich schon. Okay. Und ach so, das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Ich wollte auch das Handy rausholen, um das auf Insta zu zeigen, aber dann war es schon vorbei. Und zwar bin ich ins Parkhaus zurück und da stand dann irgendwas so von Bingo und so weiter. Ja. Parkhaus-Bingo, ja. Vielleicht kennt ihr das. Und genau. Ja gut, ich habe mir halt nichts gedacht, habe dann mein Ticket reingestellt. Auf einmal kam so ein Sound, wirklich, ohne Übertreibung und so weiter. Auf einmal kam so eine Musik und dann, herzlichen Glückwunsch, Sie haben beim Parkhaus-Bingo gewonnen. Die Ausfahrt ist kostenfrei. Ja. Und ich denke mir so, wo bin ich jetzt hier gelandet in dem Film? Ich so ganz schnell Handy raus, weil ich dachte, das glaubt mir doch keiner. Und dann habe ich so Aufnahme gestartet und hat sie gerade zu Ende, also war gerade vorbei. Oh nee. Und dann habe ich das Ticket nochmal reingeschoben und dann stand da einfach nur 0 Schweizer Franken. Und ich denke mir so, red nochmal, das glaubt mir keiner. Ihr habt einfach ein Parkhaus und Bingo gespielt. Ja, gib 2 in Tun. Könnten wir vielleicht noch ein Foto machen? Okay. Kannst du ganz kurz halten, bitte? Einmal ganz kurz halten nur. Ganz kurz halten, Dankeschön. Sorry. So. Sind meine Hände zu kurz? Perfekt, Dankeschön. Super, Dankeschön. Was bekommst du? Zahnschutz? Nein. Hier ist ein... Okay. Aber Dankeschön. 0-Euro-Schein, stimmt, Chat, ihr habt recht. Ich hätte ihm 0-Euro-Schein geben können. Du wärst der erste Streamer, YouTuber, mit dem ich ein Foto machen würde. Und das würde mich sehr freuen. Oha. Ja. Dann bist du zwar nicht der Erste, mit dem ich heute ein Foto mache, aber... Aber du für mich. Das ist ja... Hier ist ja hier richtig... Das sind ja richtig... Also die... Hier ist ja richtig Action. Ah, das ist die LAN-Party. Ah, geil. Da kommen wir rein. Aber nur wir, die Besucher nicht. Wo kommen wir denn damit rein? Wie kommen wir damit rein? Dankeschön. Danke. Ja, so einfach kommen wir damit rein. Aber das war vorher vereinbart. Twitch-Administration, das war abgesprochen. Aber wie witzig, die haben hier einfach Bollerwagen mit den Sachen drin. Du wirst auch Einkaufswagen sehen, voll mit Essen, alles findest du hier. Hier sind die Einkaufswagen, von denen du geredet hast. Mit Cola, Bier, was halt alles so braucht. Moin. Hallo. Das ist ja geil. Moment, ja. Ist das ein 3D-Drucker oder ist das ein Rechner? Ich hätte gesagt, das ist ein PC. Wie laufen die Spiele, mein Freund? Ich war in der Pause. Ein bisschen in der Pause, okay. Brauchst du Cheats? Ich habe Cheats. Was? Hast du eine gute Bilanz? Brauchst du so Cheats oder so? Nee. Ich habe so eine Software. Aber wer würde auffliegen, oder? Ja, glaube. Okay, ja, gebannt werden kenne ich. Das wünsche ich keinem. Sag mir deinen Namen nochmal. Ich glaube, du hast ihn gar nicht genannt, oder? Also mein Gamertag ist J. Hippolyt. Hippolyt. Hippolyt, ja. Okay. Also das Internet oder Twitch kennt mich als Poli. Jura ohne Namen hat den Sub an J. geschenkt. Dankeschön. Chat fragt noch, wer da im Hintergrund rumschreit. Irgendjemand hat gewonnen, ne? Also. Oh, er schreit rum, irgendjemand anderes antwortet. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, liebe Zuschauer von Skyline, gell? Wenn man hier an das Witzerland ganz, ganz laut Sieg ruft, also wie Cristiano Ronaldo das, glaube ich, macht, dann Sieg? Macht die Halle mit, ja? Moment, was antworten die Leute auf Sieg? Auch Sieg. Ach so, okay, ja. Ist so. Ja, geil. Darf man auch andere Sachen schreien? Ja. Can I get a higher? Das erfreut mein Herz. Siehst du? Und da kommt schon der nächste Schrei zu einem anderen Thema. Was einfach so richtig LAN-Party-Style ist. Da hat jemand unterm Tisch geschlafen. Richtig cool. Auch sehr schöner Inhalt hier von dem Einkaufswagen. Coop, bester Laden. Coop, wenn ihr ein paar Einkaufswagen vermisst, die kommen Montag wieder. Das ist ganz okay. Wann bist du jetzt wach? Wach erst seit heute Morgen um 12 wieder. Aber ich war von Donnerstagmorgen um 10 bis gestern um 4, 8. Wir sind auf dem Hero Fest. Gaming, Cosplay. Gaming übrigens auch offline, viel online. Rauche, und so. Viel trinke. Viel rauche, viel trinke. Kiffe. Kiffe. 420. Ja, smoke weed every day. Kommst du raus, oder was? Bitte? Kommst du raus, oder was? Zum Kiffen? Ja, Mann. Ach, ich selbst kiffe nicht, aber ich beteilige mich an jeglichen Parolen. Kann man gerne kurz ausmachen. Jo, meh, donated. Hallo. Die Schweizer brauchen es. Für die Schweiz. Genau, spendet an mich. Ich mit einer deutschen Umsatzsteueridentifikationsnummer für die Schweiz. Wir machen das irgendwie anders. Wenn ihr an dich donaten wollt, dann machen wir es irgendwie über Belize. Dann können wir das gut abrechnen. Irgendein 1% Umsatzsteuer dort. Das klingt sehr seriös. Sehr gut. Vielen Dank. Ich kenne da jemanden. Ja, das... Ja, eben. Das klingt gut. Klingt gut. Das klingt sehr seriös. Moin. Sag mal, von wo kommst du denn her? Du kennst Rossi, oder? Der Allmann, die Schwabbeltitel. Ja, kennen. Also die ersten 3 Monate habe ich in die Rosetta geleckt und dann später... Freundschaft, nein, das sinnbildlich natürlich. Ah, okay, cool. Ich selbst bin für solche Schweinereien nicht zu haben. Aber was spielst du? Valorant. Ich bin aber schlecht. Gefährdet seine schlechte Spielweise eure Freundschaft? Ja, ich hasse ihn. Habt ihr euch schon öfters freundschaftlich getrennt, also weil die Spielweise zu schlecht war? Nee, wir sitzen immer nebeneinander, ich hau ihn einfach. An die Schulter? Nee, in die Fresse. Nacke oder Fresse. Hallo, Schweizer Influencer. Hallo, wie geht's, Chat? Ja. Aber Chat, ich glaube, den kenne ich wirklich. Ich sag, drop mal ganz schnell den Namen. Nee, das ist Fehlinformation. Ich bin gar kein Influencer, das ist ja gelogen. Ja, wir wollten ein Foto mit dir machen eigentlich, das ist das Problem. Oh. Ah, stimmt, du bist von dieser Ronny-Gang, ne? Von dieser Ronny-Gang? Ja, der hat doch so eine Gang mit irgendwie so immer 16 verschiedenen wechselnde Influencer. Nee. Und der streamt dann jedes Mal mit 5 Leuten, die da irgendwie zu so einem Grillfeuer dabei sind und so weiter. Und jedes Mal schalte ich ein und denke mir, ja okay, zu wem wird jetzt gleich als nächstes geradet? Ich war noch nie bei Ronny im Stream, aber... Hä? Warum schreibt ihr Ronny? Nee, vielleicht YouTube oder TikTok. Du bist Adi. Ich bin Adi, ja. Ich soll noch mit jemandem TikTok machen. Ja. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe aus dem Chat, seid ihr auch TikToker? Ab und zu haben wir schon mal was hochgeladen, ja. Ja, komm. Wie viele Follower? 2 Millionen. Was? Ja. Wirklich? Ja, aber es ist TikTok, das juckt keinen. Können wir ein Foto machen? Hä? Können wir ein Foto machen? Ja, komm, lass doch mal ein Foto machen. Oder ich schneide es aus dem Video raus. Ja, cool. Das ist insane. TikTok. Genau, wir schneiden es raus. Aber Leute, was für ein TikTok sollen wir denn da machen? Hallo, ich mache eine TikTok-Challenge, die ich selbst niemals genehmigt habe. Das war mein TikTok, in dem ich selbst intellektuell nichts zu beigetragen habe. Bis dann. Aber das ist normal. Und bist du nicht hier von Knossi? Cool, wir sind einfach, aber auch die haben uns da dauerhaft reingeschaltet, ne? Wie zu Hause. Wie krass das aber auch aussieht auf so einem Bildschirm, wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit ihr schreibt. Ja, dann lass uns doch reinschreiben, gegrüßt seid ihr Gamer in der LAN-Halle oder sowas. Aber wir müssen dann noch ein bisschen geiler ausdrücken. Let's Fetz. Sehr gut. Finde ich cool. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das in deinem Stream zeigen möchtest, aber ich will es dir sicher zeigen. Dankeschön. Ich habe es gesehen und auch gut, dass wir es im Stream nicht gesehen haben. Gut. Es handelt sich schließlich auch schon um ein ausgefahrenes Glied. Genau. Ja, perfekt. Romantik und so. Romantik. Nee, da kommt dann immer so eine dämliche Meldung. Moin. Gibt eine Sportzigarette. Klingt gut. Wie toss ist das jetzt, was hier gerade passiert? Wir sind in der Schweiz, ist ja eigentlich Kiffen überhaupt normalerweise legal? Entkriminalisiert. Ich glaube, du musst gehen. weil das, was du gerade machst, für meinen Twitch-Kanal eine Gefährdung darstellt. Das ist CBD, wir gehen dann mal. Das ist CBD. Das ist CBD. Ach so, da ist gar kein illegales Gras drin. Nein. Ach so, das ist hier okay. In der Schweiz alles legal, nur zum bisschen runterkommen nach dem Spiel, gar kein Problem. Darum eine Sportzigarette. Ah, perfekt. Kein Problem. Viel Erfolg, danke dir. Twitch, ich distanziere mich erneut von allem, was illegal ist und was ihr als unmoralisch einstuft. Unter anderem blanke Busen. Distanziere ich mich auch nochmal vorsichtshalber, bevor irgendwas heute wieder zu sehen ist, weil ist natürlich ein Unding. Habt ihr völlig recht, Twitch aus Amerika. Also ich würde das unter meinem Account nicht machen, deswegen danke ich euch sehr, dass ihr das bereitgestellt habt. Das hat schon ein bisschen Gargamel-Vibes. Wo ist Gargamel-Vibes? Du? Ich? Warum? Ja, das Foto. Hey, Gargamel ist doch von den Schlümpfen, dieser Hasslong. Ja. Was Gargamel-Vibes? Das ist irgendwie ein bisschen, das fühlt sich falsch an hier. Ja. So. Wenn, nächstes Mal mit Glas arbeiten oder so. Ja. Weil am allergeilsten finde ich, dass ihr hier einen Fernseher habt, ihr vom normalen Volk, aber selbst der Fernseher ist hinter Gitter. Ihr müsst einfach durch das, also, naja, gut. Vom ganzen Tag ist das anstrengendste Interview. Ja. Aber das liegt nicht an dir, sondern an mir hier, weil ich glaube, ich komme auch gleich nicht mehr raus. Ihr müsst leider draußen warten. Ja, leider. Jetzt sind wir im Käfig. Darf ich euch einen Brocken Brot hinwerfen? Ach so. Gerne, ja. Euch nicht füttern. Ich habe gedacht, ihr seid die Affen, nicht wir. Ah, deswegen haben die Leute mir immer was ins Gehege geworfen. Okay. Ja. Ich gedacht, das sind alle so freundlich da in der Schweiz, gell? Und eigentlich... Ja, ich habe gedacht, das ist hier einfach so ein bisschen Tradition, dass auch, wenn man hierher kommt, man mit Bananen geworfen wird. Ja, gell, ja. Aber du hast uns darauf gemacht. Oha, darf ich dich anfassen? Also so mit Kontaktbeschränkung, aber schon irgendwie... Du hast das gemacht, du Ehrenmann. Björn, ich danke dir sehr. Es war ein großer Spaß für den Chat, dass wir da zu sehen waren. Das ist schon echt irgendwie kurios, ne? Wie so eine Westside-Story. Von so Leuten, die sich nicht sehen dürfen. Ich sehe, hier haben noch mehr Leute was verloren. Ich würde es sonst einfach hier hinhängen. Oder? Oder soll ich es auf den Boden lassen? Ich will raus! Einfach alle reinzappen, damit hier mehr Content kommt. Das ist ein sehr cooles Cosplay. Mit Kameramann, ja. Ich finde, du siehst ein bisschen so aus wie von der KI generiert. Ah ja, cool. Ich wünsche dir nur das Beste. Und ich finde es cool, dass du so positiv durchs Leben gehst und so lächelst und auch einen F*** drauf gibst, was ich gerade sage. Bist du nicht der Sidekick von Knossi? Ja, es ist wahr. Das sieht sehr illegal aus. Das machst du unter die Lippe. Ah, das ist Kautabak, oder? Ja. Dieses Tabakerzeug, das kann ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig. 43 Milligramm Nikotin. Wie viel? 43. Milligramm Nikotin. Eine Zigarette hat 0,8. Was? Also nee, das ist etwas, was ich definitiv ablehnen werde. Und ich habe noch nie etwas so sehr abgelehnt wie das hier. Ich danke dir aber sehr fürs Angebot. So, hat auch so leicht massierende Note, wenn es der Pinsel so ein bisschen drüber gleitet. Ja. Wie anstrengend ist so eine Ausbildung? Also es geht ja auch. Am Anfang ist relativ gemütlich und sobald die Abschlussprüfung kommt, wird es dann relativ streng. Weil ich war ein halbes Jahr eigentlich ohne Freizeit, weil zwischen Arbeit und Lernen nicht mehr wirklich viel Zeit bleibt. Trotzdem könnte man eigentlich folgenden Gag machen. Wenn ich so stehe und du nimmst die Krallen gegen mein Gesicht, habe ich schon die entsprechende Wunde. So, genau. Aua! Ich weiß nicht. Ja, perfekt. Hey, lauf nicht weg, Tentakelfrau. Tokyo Ghoul. Und jetzt gucke ich noch in Google. Tokyo Ghoul, eine Buchserie. Okay, ich habe alle Bänder gelesen. Gibt es mehrere Bänder? In der Geschichte von Tokyo Ghoul geht es um den Studenten Ken Kaneki, der sich in eine junge Frau namens Lister liebt. Nach einem Treffen mit ihr beißt sie ihm in einer abgelegenen Gasse in die Schulter und offenbart, dass sie ein Ghoul ist. Oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Tentakelfrau. Hi. Tokyo Ghoul. Ja. Das ist eine Buchserie, ich habe alle Bänder gelesen. Cool. Ich freue mich endlich mal ein Cosplay von da zu sehen, weil... ja, es gab sehr viele verschiedene Charaktere, die hier gespielt werden von anderen Serien und jetzt habe ich endlich Ken getroffen. Ja, also Female Version. Ja. Wie aufwendig war das? Ja, 2 Wochen Arbeit jeden Abend, also ziemlich statisch gesehen, wie es hält und von dem her ist es ein bisschen schwierig, aber sonst es geht klar. Hier sieht man noch so ein bisschen die... Ach geil, das sind einfach solche Dinger, die man sich so holen kann mit diesen... Die kenne ich. Damit haben wir damals mal versucht, auch Rucksäcke zu verschönern mit LEDs und dann habe ich gemerkt, dass ich zu ungeschickt war, aber die kenne ich. It's inside the box. They're the same, but different sizes of T-shirts. Also pink for your case, one necklace and one figure. Oh, okay. Yeah. Oh, that sounds nice. I will collect my money. Are you also accepting euro? Yes. Yes? Why not? But okay. Euro is 37. Okay. I'm walking to the ATM. Thanks. Hey, jetzt wissen wir doch, was drin ist. Aber wahrscheinlich geht es gar nicht darum, oder? Ein tschechisches Sprichwort sagt, Adam kann auch kein Geld scheißen. Deswegen müssen wir natürlich mal gucken, dass wir uns am Ende für die gefühlt richtige Box entscheiden. Aber die Eindrücke, die wir heute schon sammeln konnten von Leuten, die Boxen haben, war, dass es absolut halt nicht so in Richtung Scam-Betrug geht, sondern eben tatsächlich die Leute damit dann auch Spaß haben, was da so drin ist. Herr Ritter, Herr Ritter. Auch ungewohnt mal wieder auf sowas zu stehen. Aber mal ehrlich, du springst doch heimlich auch ab und zu mal rein, oder? Ja, ab und zu. So auch auf Rettungsschwimmer angelehnt? Ja, ja, klar. Muss man manchmal Kinder da rausholen? Ja, aber weil sie zu wild sind, ja. Aber nicht, weil es ihnen nicht gut geht, sondern ja, weil sie zu wild sind. Hast du einen Stempel? Gut. Also, dann willst du reinkumpen? Wie bitte? Willst du reinkumpen? Noch einmal bitte? Rein? Ja, gerne. Also. Ich gehe einfach mal. Komm mal. Okay. Oh, Leute, ich weiß ja gar nicht, wie tief das ist. Wow! Oh, fuck! Das ist ja tief hier. Ja. Ja, wie kannst du denn da schwimmen? Junge. Aber wenn man das vorher nicht weiß. Oh, man kann, guck mal, wenn man einfach loslässt und sich treiben lässt, dann sinkt man einfach. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir jetzt ein Kind von hinten auf den Kopf springt, aber... Also meine Gefühle sind so 50-50. 50%, ich darf hier eigentlich vielleicht gar nicht rein. An 50%, das macht riesen Spaß. Ich fahre mal kurz nach hinten, ja? Rette sich, wer kann. Tschüss. Okay, ich muss schnell hoch, Leute, sonst springen die auf mich. Scheiße, ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Scheiße, 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 scheiße. Noch nie so viel Angst vor Kindern gehabt. So, Kids. Jetzt bringen wir den Puff mal auf Tour, ne? Achso. Jetzt, die machen das mal auf Vordermann. Oh, ich hab... Hoppa. Das ist steiler, als ich dachte. Dankeschön. Das ist gefährlich. Ich schmeiß noch mal eine Lokalrunde. Haben die hier Bier? Nee. Dann kann ich leider keine schmeißen. Schade. Hätte ich sonst geschmissen. Tut mir leid. Bis bald. Ich wusste, dass es kein Bier gibt. Trick 17. Als barmherziger Samariter sich ausgeben. Reust du den Kauf oder ist das okay preislich? Das erste Mal und jetzt nie wieder. Und du hast ein Shirt raus. Oh, du wurdest gepanscht. Hör mal zu, Kollege. Was war das denn? Ich fordere eine Revanche. Magst du mir das einmal kurz geben? Du kriegst zurück, was du ihm angetan hast. Aha. Hat das wehgetan? Sehr, ja. Hey, das hat gar nicht wehgetan. No. Hey, du kriegst noch einen. Tragisch. Hey! Stirb dran und verrecke! Ich habe alles versucht, aber er will nicht. Hier sind die Playsies einfach eingearbeitet. Was ist das denn für eine Karre, bitte? Die haben es einfach komplett umgemodelt. Junge, dann sind da die Dinger drin, richtig befestigt. Und hier spielen die Leute anscheinend drin. Da ist gerade, die sind gerade beschäftigt. Kann man hier öffnen? Die sitzen hier einfach drin. Guck mal, er sitzt einfach da drin und zockt. Entschuldigung, ich muss das tun für die Arbeit. Wie geil, oder? Tschüss. Er lässt sich aber auch nicht aus der Ruhe bringen, ne? Lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Hatten durchaus zwischendurch sehr lustige Sachen dabei, ne? Dankeschön. An der Kamera Yakuno, im Sprachstudio heute Icy. Lieben Dank, Mods. Lieben Dank an euch alle für die Unterstützung. Bis dann, gute Nacht. Tschüss.